Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, bei Idle Champions of the Forgotten Realms gab es auch jetzt gerade noch knapp, bevor ich jetzt eben hier wieder aufgenommen habe, ein neues Update. Und das bedeutet, es gibt eine neue Kampagne. Bevor ich das hier gleich abschließe, hier schon mal eben der Waterdeep Dragon heißt, gibt es eine, ja, eine neue Mission. Die werden wir auch gleich zusammen starten. Also das ist tatsächlich im Moment so, dass laut den Updates die Blessings noch nicht verfügbar sind, beziehungsweise dort das noch nicht eingestellt ist. Also hier ist sozusagen der neue Bereich mit dem Helms Favor, der dann, in 3 Tagen werde ich dann die konvertieren müssen. Ich habe die andere Mission noch nicht gemacht, aber angeblich könnte man das dann auch in die Helms Favor konvertieren, aber solange ich keine Helms Favors habe, macht das natürlich keinen Sinn, weil ich würde da überhaupt keinen Bonus bekommen. Und bisher ist es im Moment so, es ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, diese neue permanente Kampagne hinzuzubekommen, weil im Moment hier, ihr seht, also das läuft jetzt schon eine ganze Weile, ihr werdet gleich die Statistiken dazu noch sehen, habe ich gerade meine Steigerung um 4%. Das heißt, es dauert unglaublich lange, also es ist unglaublich zäh, wirklich weitere Favors zu sammeln und damit dann diesen Blessing-Baum auszubauen. Genau, also das Ding habe ich jetzt schon über 2 Tage laufen lassen. Die Distractions, jetzt weiß ich zumindest auch aufgrund der Statistik, dass die Distractions eben diese, entweder die Vögel sind oder das, was sich im Hintergrund so bewegt. Okay, 2 Silberchests habe ich gefunden, immerhin. Gems 300 dazu bekommen. Starten wir zusammen mal in den Dragon Heist und gucken, was da jetzt besonders ist. So. Ihr beide erzählt wieder irgendwas. Was ist das jetzt gewesen? Achso, die Goldstücke sehen hier anders aus. Das heißt, es sind dann keine Münzen, sondern andere Sachen. Genau, was jetzt auch neu ist, neben der Information, um welche Typen es sich handelt. Also ihr seht, dass hier das jetzt Beasts sind, einfach da ein bisschen die Orientierung gegeben wird. Aber es wird auch angezeigt, wie viel HP die aktuell noch haben und wie viele schon oder wie viel das maximale HP ist. Naja, das dauert auf jeden Fall noch eine Weile, bis der da ein bisschen was zusammen hat, um hier irgendwas Sinnvolles anzustellen. Okay, in der Zeit gucken wir mal beim Shop vorbei. Es sind 500, das heißt, ich habe nicht ganz eine Goldkiste dann mit dem Durchlauf verdient. Hier sind noch die beiden Kisten, beziehungsweise die beiden Kistentypen von Evelyn, der letzte Hero war, der freigeschaltet wurde. Mal gucken, ob da noch eine Verbesserung zustande kommt. Da hat sie alle schon in Blau. Mal gucken, ob die noch eine Verbesserung bringt. Okay, nur blaue maximal. Das heißt, ist zumindest ein Gegenstand noch verbessert worden. Mal gucken, wie es ihr jetzt aktuell geht. Collections. So, die neue hier. Evelyn. Also sie hat zumindest dann alles mindestens in Blau und das eine sogar in Lila. Immerhin. So, und mein Held ist schon wieder überrannt worden. So, also gucken wir nochmal in die Blessings rein, weil die, denke ich, schaffen das jetzt ganz gut alleine. Also meine Schwierigkeit ist im Moment, ich gebe ja normalerweise nur 10% aus oder versuche zumindest bei diesem Wert zu belassen. Habe jetzt normalerweise hier die ersten beiden Tiers alle schon vervollständigt, was jetzt auch kein Problem war. Das hat irgendwie ganz gut geklappt. Was dem deutlich schwieriger wird, tatsächlich das Tier 3 zu vervollständigen, weil natürlich die Kosten dafür relativ hoch sind. Da bin ich jetzt gerade erst knapp über dem 9er, also es sind 0,5, könnte ich jetzt ausgeben. Und das Kleinste, was ich hier jetzt habe, sind gerade mal 1,8. Also das heißt, dass, wenn ich jetzt hier versuchen würde, eben die nächsten 50% zu aktivieren, dann hätte ich 3. Das heißt, dann wäre ich dann bei 1,2, also eben wieder deutlich über den 10%, und bis ich hier tatsächlich so viel zusammen habe, dass die 7,5 nur 10% entsprechen, wie gesagt, das dauert ewig, weil ich es im Moment kaum schaffe, überhaupt 5% als Bonus zusammenzubekommen, sondern, also meine Vorstellung war ja, okay, es sollte ganz gut klappen, wenn man immer bei 10% Bonus, also der Zuwachs tatsächlich bei 10% liegt.
Okay, hier habe ich jetzt natürlich noch gar keine, zum einen keine Basiswerte und natürlich auch noch keinen Zuwachs. Aber deswegen, aber das gilt für beide Kampagnen. Hier, wie gesagt, das Gleiche. Die ersten beiden Stufen sind eben ausgebaut, was zumindest für die Drops, für die Gems und so weiter wichtig ist, genauso wie hier für die Damage für die beide Kampagnen. Da bin ich mal gespannt, ob das hier wahrscheinlich ähnlich gehandhabt wird, dass der erste wieder einen generellen Damage-Bonus bekommt und dann halt irgendwelche weiteren speziellen Boni. Aber das ist auch jetzt, dass ich den Fokus dann entsprechend auf diese Kampagne weiterlegen werde, wenn nicht die neue Kampagne noch irgendwelche besonderen Sachen hat, weswegen ich dann die vorziehen würde. Außer dass ich jetzt natürlich erstmal die neuen Missionen freischalten will. Mal gucken, die sollten hier im Changelog ja auch auftauchen. Zwei Adventures sollten dort drin sein mit jeweils einer Variante. Aber die beiden kann ich halt erst sehen, wenn ich die jetzt, wenn ich jetzt zumindest die Basiskampagne abgeschlossen habe. Also die, die hier schon angezeigt wird. Und sobald die erledigt ist, sollten dann weitere sichtbar werden. Genau, hier sind jetzt schon deutlich höhere HP, aber die kriegen sie ohne Probleme klein. Was inzwischen auch gemacht wurde, beim letzten Mal hatte ich ja gezeigt, inwieweit ich auf den Maximallevel, also beziehungsweise dass hier keine weiteren Boni mehr verfügbar waren. Das ist ergänzt worden. Das heißt, auch nach Area 200, wo ja etwa ich diesen Maximalbonus dann erreicht habe von den einzelnen Helden, das ist jetzt möglich, da noch weitere zu bekommen. Da haben sie weitere ergänzt. Und sogar bei Ashara. Weil Ashara hatte ja, also beziehungsweise habe ich dann genutzt, den Bond eben hier mit den Elflings und so weiter und dem Zwerg, damit er den Bonus bekommt. Und Ashara hat jetzt auch noch einen weiteren Bonus, der allerdings erst bei deutlich höheren Leveln dann greift oder aktivierbar ist. Und der hat tatsächlich meinen Tiefling, also meinen neuen Damage-Dealer oder Damage-Dealerin vielmehr, gebufft. Aber es ist halt unglaublich schwer, dort immer wieder anzuschließen, weil es ziemlich viel Grind erfordert, im Moment dort über die 200 zu springen. Birdsong ist ihr Name und ich glaube, ein Tiefling oder so ähnlich war sie. Aber egal. Also ihr wisst, wen ich meine. Ich habe mir noch nicht genau angeschaut, wie eigentlich die Formation hier aufgebaut ist. Weil eine Sache, die zum Beispiel ziemlich schade ist, was diese Blessings angeht, increase the damage of champions in the rearmost column in the formation. Das ist halt ziemlich unpraktisch, weil es gibt Champions, die natürlich einen Boost für die vor ihnen und für die hinter ihnen. Okay, die hinter ihnen wären auch okay. Da könnte ich zum Beispiel in der Formation, also in der Formation könnte ich es ganz gut hier noch hinsetzen und die Anliegenden, also Calliope ist halt ja gerade jemand, die ihre Benachbarten bufft. Dann Bunor macht auch in derselben Column, das heißt, die beiden könnte ich dann auch nutzen. Celeste hat den Umgebungsbuff, das heißt, alle, die an sie angrenzen, bekommen dann einen Damage Boost und Calliope hat eben die, die vor ihr stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es dann sinnvoller ist, sie durch irgendjemand anders zu ersetzen, der eine andere Form von Buff ermöglicht und dann dadurch zumindest dann trotzdem auszureizen. Mal schauen. Also bisher habe ich da noch keine andere Zusammenstellung ausprobiert. Vor allem, weil die Formationen ja auch nicht so ideal waren, dass ich allzu viele in die hintere Reihe setzen konnte. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Das könnte dann interessanter werden. Beziehungsweise, nee, ja, das habe ich wieder vergessen, weil es ist dann nicht insofern interessant, weil das hier natürlich wieder nur ein Bonus ist, der gilt nicht für alle Kampagnen, sondern es gilt nur für für diese Kampagne. Und eben, da schauen wir uns jetzt nochmal die Missionsformationen an. Okay, also das mit dem Rearmost ist tatsächlich in der Formation. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit, vier unterzubringen. Das heißt, Bruno und Celeste könnte ich da auf jeden Fall hinsetzen. Dann mit meinem Birdsong dazu. Und dann zumindest die Buffs, die nach hinten gebracht werden. Ist halt nur, dass ich eben den Buff, der nach vorne geht, dann verliere. Das ist halt die Frage, je nachdem, wie weit der Buff dann inzwischen ausgeweitet ist. Also wenn ich den hier noch weiter upgrade, wozu ich auch dann die Möglichkeit hätte, weil der ja nicht so teuer ist momentan. Das heißt, ich werde mich da noch ein bisschen drauf konzentrieren. Und ich will ja eh dann eben die Chance, dass ich die Chest auf Gold bringe, bei 2%. Also ich hatte jetzt bei einem Durchlauf zwei
Kisten, das heißt bis da 2%, also eine von 50 Kisten würde zu einer Goldkiste werden. Also mal sehen, wann das dann tatsächlich einen Vorteil bringt. Aber sonst gibt es wahrscheinlich gar keine Chance. Wobei ich weiß nicht genau, ob man Goldkisten auch so finden kann. Das heißt, ob die im Moment bei 1% liegt und dann bei 3% lege. Aber vielleicht ist es auch von 1 auf 2%, also so oder so. Aber zumindest würde sie dann verdoppelt werden. Also mal sehen. Deswegen, also ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, wo ich jetzt hier am sinnvollsten tatsächlich weiterkomme. Die Distractions sind insofern gar nicht so sinnvoll, weil sie meistens vom Goldwert her doch ziemlich niedrig liegen im Verhältnis zu dem, was man dann einsammeln kann, wenn man schon ein bisschen die durchlaufen hat. Also deswegen ist das hier jetzt nicht so sehr im Fokus, wenn dann eher das hier und mit 1 hoch 11. Das heißt, ich müsste, um meine 10% Regel zu machen, 1 hoch 12 mindestens an Dingern da eingesammelt haben. Und deswegen, also die größte Quelle aktuell für den Anstieg für diese Sachen hier ist aus meiner Sicht diese Events, die im Moment doch immer noch recht regelmäßig laufen. Und hier kann ich eben dann auf jeden Fall die Kalems Favors nochmal verdoppeln oder naja, zumindest um 80% steigern. Und das werde ich sicherlich auch machen. Und dann sollte ich auch einiges hier noch buffen können. Und dann werde ich das ein bisschen testen, ob ich mit der Rear-Maus eine Formationsanordnung finde, die tatsächlich noch mehr Damage deutlich schafft als die, die ich halt im Moment gespeichert habe. Aber im Moment lasse ich jetzt erstmal die hier laufen. Der muss eigentlich nach vorne, weil der hat ja dann den Bonus nach hinten. Wir können noch mal kurz in die anderen Sachen reinschauen, inwieweit es hier jetzt noch neue Missionen gibt oder die ich halt inzwischen freigeschaltet habe. Weil die sind, also die 175er und dann darüber hinaus habe ich bisher noch nicht abgeschlossen. Die 150er habe ich soweit alle absolviert, um hier eben diese neuen Punkte freizuschalten, um zumindest mal sehen, aha, diese Mission gibt es dort noch. Ich hoffe, dass ich bis auf diese neuen jetzt auch inzwischen in der Lage bin, alle zu sehen. Genau, also die hatte ich gerade angeschaut. Hier gibt es schon einige mehr, die ich schon absolviert habe. Also ihr seht, dass ich hier schon die drei Adventure jeweils abgeschlossen habe. Damit sind die bereits komplettiert. Hier sind dann die ersten eben wieder mit 200, die ich noch nicht absolviert habe, die noch ausstehen. Aber da ich die erste Mission schon freigeschaltet habe, sind auch alle Missionen sichtbar, zumindest die unter die als Varianten auftauchen. So, das waren die hier. Das war ja die ganz am Anfang, die erste Mission, die man auch letztlich nicht wiederholen kann, wo es keinen Free-to-Play weiter gibt. Und es gab auch nur die eine Karte in der Grand Tour. Und in der Tomb of Annihilation gibt es eben die eine Karte mit dem Standort, wo eben hier auch schon alles soweit gestartet ist. Hier habe ich auch nur noch die Free-Play-Sachen. Und die anderen sind hier schon abgeschlossen. Das heißt, die meisten Sachen sind auf diesem anderen Bereich. Das heißt, hier Port Nuzu, da habe ich auch eben dann die 200er, die ich noch nicht weiter absolviert habe, weil es mir das noch zu schleppend ist, um da hinzukommen. Noch dazu, wenn ich hier irgendwelche Einschränkungen oder weitere Besonderheiten habe, die es dann natürlich nochmal erschweren, gegenüber einer Freeplay-Mission tatsächlich in so einer Mission dann Stufe 200 zu erreichen. Also da sind hier auf jeden Fall noch drei ausstehend. Und hier, da ist noch Homecoming. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Die ist eben auch auf Stufe 200. Die war nur 150. Das heißt, da habe ich auch noch einen Block, wo ich noch ein paar Missionen, die ich noch nicht sehe, erstmal noch freischalten muss. Aber ansonsten, es gibt etliche Missionen, die ihr da auf jeden Fall spielen könnt. Und wie gesagt, jetzt eine neue, dauerhafte Kampagne, die auch sicherlich noch nach und nach mit weiteren Missionen angereichert wird. Zwei Abenteuer sollen es ja jetzt schon vorhanden sein, mit jeweils einer Variation. Das heißt, nach dem müssten dann zwei freigeschaltet werden. Auf der gibt es dann eine Spezialsache plus ein Free Play. Und dann mal sehen, wie es mit der Kampagne jeweils weitergehen wird. Oh, ihr seid schon wieder überrannt worden. Nächster Versuch. Habt ihr jetzt ein bisschen mehr Power. Und ja, soweit erstmal wieder ein Blick bei Idle Champions of the Forgotten Realms. Und soweit also für heute ein Blick in die gerade neu hinzugekommene dauerhafte Kampagne.
Und dann viel Spaß dabei und vor allen Dingen mit einem neuen Gold-Item. Also, wenn ihr die anderen Adventure alle schon durchgespielt habt und noch gewartet habt, dass da irgendwas Neues kommt, es ist jetzt da. Neben den ganzen Events, also richtig die Events, das letzte, The Great Modron March war das letzte, wo eben Evelyn dazugekommen ist. Ansonsten Caddy Bree war in im The Running davor. Greengrass, weiß nicht, ob ich den beim letzten Mal schon hatte, oder Festival of Fools. Nee, ich glaube, da war ich noch, ich glaube, im April habe ich nicht gespielt. Das heißt, die sollten euch noch unbekannt sein. Genau, hier ist Birdsong dazugekommen. Und danach wird es dann ein bisschen dünner, weil da habe ich dann nicht alle Achievements erfüllt. Aber seitdem hat es dann ganz gut geklappt. Also wenn ich es richtig gezählt habe, sind inzwischen tatsächlich 12 Events gewesen. Das heißt, inzwischen 12 Crusader hinzugekommen zu den Standard-Crusadern, die mit ihren unterschiedlichen Effekten auf jeden Fall schon eine größere Variationsvielfalt bieten, wo man dann auch erstmal schauen muss, wie man da durchkommt und welche Kombinationen sich am besten eignen, um in den hohen Leveln dann auch viele Damage-Boni zu haben. Aber dann soweit für heute von Idle Champions of the Forgotten Realms und dann bis zum nächsten Mal.